bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Es ist wieder soweit, die winterliche Jahreszeit steht vor der Tür und es inspiriert mich immer sehr, irgendwelche Dinge zu backen, gerade so weihnachtliche Sachen zu backen. Und ich habe ein paar Rezepte zusammengestellt für gesundes weihnachtliches Gebäck. Einmal Lebkuchen, Spekulatius und Stollen. Das wird wahrscheinlich dann für jeden vielleicht was dabei sein. Alle drei Rezepte sind super gut geworden. Meine Favorites sind die Lebkuchen. Die waren super, super lecker, aber alle drei kann man ausprobieren, kann man machen, sind gesund. Also kann man die ohne Reue genießen über die Weihnachtszeit. Ich habe sie auch immer mitgebracht zu Kaffee und Kuchen mit meiner Familie und jedem hat es sehr geschmeckt. Also kann ich es nur weiterempfehlen, die auszuprobieren. Wenn du die Rezepte ausprobierst, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir die Bilder schickst auf Instagram oder mir einfach in den Kommentaren schreibst, wie sie dir geschmeckt haben. Gerne auch Tipps, also wenn ihr da auch ausprobiert und es mögt auszuprobieren, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich sehe ziemlich sportlich aus, also nicht wundern. Ich habe gerade für euch einen winterlichen Yin-Yoga-Flow aufgenommen. Der kommt nächste Woche online am Samstag und es ist so ein schöner Flow. Also nehmt euch die Zeit nächste Woche Samstag für den winterlichen Yin-Yoga-Flow und ein bisschen Stretching über diese Zeit tut bestimmt auch gut. Genau, aber nun Schluss mit dem Gelaber. Ab in die Küche und ich zeige euch die drei Rezepte für den Winter. Wir starten mit den Lebkuchen und ich finde, die sehen so, so lecker aus. Die Zutaten dafür habe ich dir in die Infobox gepackt, damit du einen besseren Überblick hast. Und wie wir sie zubereiten, das zeige ich dir jetzt gleich. Zuallererst werden die Haselnüsse angeröstet. Und ich würde sie auf einer niedrigen Stufe, so 5 Minuten, leicht anrösten. Ihr riecht es dann auch, also es riecht super lecker schon. Und dann mischt ihr in einer Schüssel die trockenen Zutaten zusammen, also Kakao, Backpulver, Dinkelvollkornmehl und Lebkuchengewürz. Dann kommen natürlich auch die Nüsse noch mit rein. Ich würde da auch kurz warten, dass sie nicht zu heiß sind. Und dann alles miteinander vermengen, sodass ihr alle Zutaten zusammengemischt habt. Dann kommen auch schon die nassen Zutaten und ich habe meine selbstgemachte Birnenmarmelade benutzt, wie ich die gemacht habe. Da verlinke ich dir auch ein Video dazu. Aber du darfst natürlich auch einfach Apfelmus oder Birnenmus nehmen. Dann kommt noch Rapsöl mit rein, ein Teelöffel Zitrone und das Ganze würde ich erst einmal so zusammenmixen, bevor ihr danach auch mit den Händen gerne so ein bisschen das zusammenmischen könnt. Und dann wird daraus so eine Kugel geformt, die ist noch ziemlich warm und weich und die würde ich dann in den Kühlschrank stellen, sodass sie besser zu verarbeiten ist. Ich habe den Teig ungefähr so eine Stunde im Kühlschrank gelassen, aber es geht einfach nur darum, dass man es einfacher formen kann. Wenn du Ausstecher hast, dann darfst du gerne auch einfach Ausstecher benutzen, aber es lässt sich auch gut mit den Händen verschiedene Formen formen. Hier einmal ein klassischer Lebkuchen, einfach so ein Fladen, sage ich mal. Aber ich habe mich auch an anderen Formen ausprobiert und ich bin super stolz auf meine Brezel. Die war echt nicht einfach. Ich habe auch einen Stern gemacht und Herzen, also da könnt ihr euch einfach ausprobieren. Das Ganze kommt dann gar nicht mal so lange in den Ofen, damit es nicht zu trocken wird. Und das habe ich dann auf einem Rost gelegt und etwas abkühlen lassen. Und dann kam auch schon die Schokolade. Ich habe dann einfach das Backpapier auf dem Backblech gelassen, sodass ich keine Sauerei veranstalte. Und dann habe ich hier so eine fein bittere Schokolade genommen. Da ist Rohrzucker drin. Damit war ich dann auch zufrieden. Also Rohrzucker ist für mich auch okay. Aber ihr könnt einfach die Schokolade nehmen, die ihr wollt. Die habe ich dann in einem Wasserbad geschmolzen. Und meine Schokolade war ziemlich dickflüssig. Also gar nicht mal so flüssig, wie ich gedacht hätte. Wahrscheinlich, weil es eben bittere Schokolade ist, dann habe ich mir schon meine Deko-Elemente bereitgestellt, also Mandeln und Pekannüsse. Und dann habe ich schon meine Lebkuchen mit der Schokolade gezogen. Und wenn die Lebkuchen mit der Schokolade bezogen sind, könnt ihr euch überlegen, was ihr drauflegt. Also ich habe hier eben Pekannüsse und Mandeln draufgelegt. Ich finde, es sieht einfach mega aus, auch wenn es super minimalistisch ist. Aber da könnt ihr auch wieder selber schauen, was ihr aus euren Lebkuchen machen wollt. Ihr könnt die auch einfach nur mit Schokolade beziehen. Ich
habe dann noch ein bisschen so Glitzer drauf gemacht, weil die auch für meine Nichte waren und die hat sich super gefreut. Dann lässt man die Schokolade fest werden, also einfach erkalten lassen. Und ich finde, sie sehen sehr, sehr schön aus, sehr ästhetisch. Und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Geschmacklich waren sie sehr, sehr gut. Ich werde diese Lebkuchen wahrscheinlich immer wieder mal machen über die Weihnachtszeit. Als nächstes machen wir die Spekulatius-Kekse. Die sehen natürlich nicht ganz wie Spekulatius aus, aber sie sind selbst gemacht. Und hier seht ihr die Zutaten. Auch diese werde ich in die Infobox packen. Hier seht ihr schon, wie die Leinsamen eingelegt wurden. Und zwar ein Esslöffel in zwei Esslöffel Wasser. So, das ist schön dick oder andickt. Würde ich ein bisschen stehen lassen. Ich habe Dattelsirup verwendet, aber man kann jegliche Zuckeralternativen verwenden. Agavendicksaft. Das ist mein Spekulatiusgewürz, Vanille, Kardamom. Dieses Rezept ist super easy. Man wirft einfach alle Zutaten in eine Schüssel. Und ich hatte Angst, dass es nicht süß genug wird. Deshalb habe ich noch ein bisschen Rohrzucker mit rein. Und das ist eigentlich die größte Arbeit an der ganzen Sache. Und zwar einmal diese Schale abraspeln von der Orange und der Zitrone. Also bitte Bio-Orangen und Bio-Zitronen verwenden. Darauf achten, aufpassen. Und das Ganze habe ich dann in die Schüssel. Ich habe geschaut, wie der Teig so wird. Und ich mache immer gerne Apfelmus rein, damit es ein bisschen saftiger wird. Aber ich würde jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so viel Apfelmus reinmachen. Das war ein bisschen zu viel. Damit es ein bisschen fester wird, ein bisschen keksteigiger. Also lasst gerne auch Apfelmus einfach weg. Dann habe ich versucht, hier so Spekulatius-Formen zu formen und habe das Ganze mit Mandelplättchen dekoriert. Geschmacklich auch wieder wunderbar, sehen natürlich nicht aus wie Spekulatius, aber schmecken so. Und wenn ihr es ausprobiert, dann lasst es mich wissen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Als nächstes wollen wir uns um den Stollen kümmern und der sieht einfach echt schön aus. Es ist ein kleiner Stollen, also das kann man auch nur für sich selbst backen. Es sind also relativ wenige und geringe Zutaten. Wenn ihr einen richtig großen Stollen wollt, müsst ihr das auf jeden Fall mal drei nehmen. Und hier seht ihr auch schon wieder die Zutaten, die ihr in der Infobox finden werdet. Und hier, ich habe Marzipan benutzt mit Rohrzucker, aber auch da könnt ihr mal schauen. Man kann sich sogar Marzipan selber machen mit Datteln, aber ich habe leider nicht so einen guten Mixer. Zuallererst muss die Hefe in 80 ml lauwarmer Milch, also achtet darauf, dass die Milch nicht zu heiß wird, für 10 Minuten quellen. Das heißt, ihr seht das dann auch, das wirft dann Blasen. Und es wird richtig schaumig, also ihr seht, dass die Hefe dann reagiert hat. Und das gebt ihr dann zu allen Zutaten dazu. Also auch da wieder wird alles einfach reingepackt. Orangensaft, wieder Orangenabrieb und es ist einfach so schnell dunkel geworden. Also entschuldigt das Licht, ich habe mir die größte Mühe gegeben, aber es wird einfach so schnell dunkel. Und das Ganze habe ich dann zusammengeknetet und ihr seht, es ist ein super guter knetbarer Teig. Und die anderen Zutaten mit rein und dann weiter geknetet, so von außen nach innen, sodass schön alle Zutaten mit drin sind, also diese Mandelsplitter. Und ich habe Datteln statt Rosinen genommen und dann habe ich es nochmal 30 Minuten stehen lassen, bevor ich es dann einfach ausgelegt habe, die Marzipanstücke draufgestreut habe. Und dann einfach per Hand diesen Stollen geformt. Also ihr braucht gar nicht mal so eine Form dafür, sondern einfach dann die Form, die ihr haben wollt. Meins ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich glaube, man muss einfach einmal so drüber klappen. Sieht eher aus wie so ein Brötchen, aber es ist Stollen. Und dann hatte ich natürlich keinen Puderzucker, denn ich benutze keinen Puderzucker und deswegen habe ich dann einfach Erythrit, ihr könnt auch Stevia oder sonstiges Zuckerersatz nehmen, in einem Mixer zu Staub gemixt. Und dann wurde es einfach wie Puderzucker und das habe ich dann drüber gestreut. Das war dann am nächsten Tag, also ich würde das nicht gleich machen, weil sich Zucker nicht ganz wie Puderzucker verhält. Also es könnte dann verschwinden, wenn es zu warm ist. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe es aufgeschnitten. Innen seht ihr das Marzipan und die Datteln. Und es ist sehr, sehr, sehr lecker geworden.
Ich freue mich sehr, dass du wieder da warst. Wenn du neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, um mich zu unterstützen, kein Video mehr zu verpassen. Du findest hier gesunde Rezepte, alles rund um achtsames Leben, Meditation, Yoga und ich hoffe, wir sehen uns bald. Lass mir einen Daumen nach oben da und ich freue mich über jeden, der mir noch einen Kommentar da lässt, damit wir im Austausch bleiben. Genau, bis bald.